Hallo meine Lieben, heute ist mal wieder Friseurtag. Das ist, ich probiere mal wieder mit meinen Haaren was aus und bin mal gespannt, wie ich nachher aussehen werde. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis dann. Ciao. Mit dieser Ankündigung meldet sich Milliardärin Carmen Geiss auf Instagram und macht mächtig neugierig. Kommen ihre blonden Haare ab? Oder wechselt sie ihre Signature-Farbe vielleicht in einen Braunton? Oder mag es die 56-Jährige jetzt lieber etwas auffälliger, wie Susan Sideropoulos, die sich ihre Mähne kurzerhand pink färbt? Nö, so anders soll Carmens Frisur dann doch nicht sein. Als sie kurze Zeit später das fertige Ergebnis zeigt, muss man genau hinsehen, um eine Veränderung zu erkennen. Doch hört selbst. Ja, meine Lieben, ich bin fertig. Ich wollte etwas ins Kupferfarbene reingehen. In der Sonne sind die Haare natürlich etwas mehr rötlich, wie ihr jetzt sehen werdet. Aber ich finde die Farbe sensationell. Ich glaube, sie ist mir gelungen. Es ist eine Abwechslung, es ist was Wärmeres. Und sie glänzen auch wieder sehr schön. Oder was sagt ihr dazu? Tatsächlich lassen die Meinungen der Fans nicht lange auf sich warten und die Meinungen sind geteilt. Mir wäre es zu gelb, finde es gut, nur etwas zu goldig. Andere wiederum finden das Ergebnis gelungen und fesch. Recht machen kann man es ohnehin nie allen. Das Wichtigste ist doch, dass Carmen mit dem Ergebnis zufrieden ist.